Hi Leute und willkommen zurück. Wir haben jetzt letztes Mal unsere kleine Anhänger... Fackel hier. Keine Ahnung, wie man das nennen soll. Weil die Fackel zum Anhängen... Ja Gott, ey, ich bin echt, ich stehe gerade wieder auf dem Schlauch, keine Ahnung warum. Aber es wird nicht geschnitten, das bleibt drin. Oh. Forgive me. I've been testing you to determine if the Elden Ring would truly have you, if you had the metal to endure this long and arduous path. It seems my worries were unfounded. Torrent had your measure from the very start, whereas I merely pretended. There is but one other thing I can do to offer you guidance. I can take you to the Round Table Hold, gathering place of tarnished champions, guided by grace. Sind die auch so befleckt wie ich? Dann gehen wir da doch mal hin. Very well. Let my hand rest upon you. So, dann zeige ich euch nämlich auch gleich ein paar extra Steps, dass wir die ganzen Beschwörungen, also die Wölfe, direkt upgraden können. Weil da müssen wir jetzt erstmal mit der, die uns die Geisterqualle gebracht hat, reden. Und hier tauchen auch NPCs auf, mit denen wir unterwegs reden. Okay. Wenn es hier sicher ist, sage ich nicht nein. Ah, hallo. You must be new here. I'm, well, just call me Dialos. The honor of one's house holds little import in these lands. By the way, have you met a young woman named Lanya on your travels? She's my servant, but fickle as the wind. Take your eyes off her for but a moment and she's good as gone. If you find her, please be sure to tell me. Lanya, okay. Der Typ kann uns Incantations verkaufen, aber das ist jetzt nicht wichtig für uns. Können wir eh nicht benutzen. Hier kriegt man eine kleine Geste, weil der einfach nur rumsteht. So, was wollt ihr? Und hier haben wir einen kleinen Händler. Hier kann man auch, wenn man einen Zauberslot braucht, einen Speicherstein kaufen, dass man mehr Spells speichern kann. In seinem Speicher? Keine Ahnung, wie wir es nennen sollen. Streitaxt. Ich finde meine Rüstung schon ganz okay. Weil hier könnte man theoretisch auch so ein Fingersiegel besorgen, damit man ein bisschen casten kann. Weil ohne das kann man gar nicht casten, glaube ich. Also wenn man jetzt zum Beispiel keinen Stab oder so hat, braucht man halt so ein Fingersiegel. So. Moment, die ist schon hier? Ich habe doch noch gar nicht mit der geredet. I should have told you sooner. Isn't this place impressive though? The Round Table Hold, covert quarters of the Two Fingers, and gathering place of champions who vie to become Elden Lord. I never knew the guidance bestowed upon us tarnished had such fantastic roots, although it's all a bit much for me. I'm still looking for my own purpose. Ja. Ich weiß, was jetzt zu tun ist. Also ihr müsst mit der reden. Dann geht ihr zu diesem Ungetüm hier. Redet mit dem. Sozusagen Schmied. Ich skippe hier jetzt einfach mal durch. Kann man zum Beispiel Waffen verstärken, wenn man Bock drauf hat. Was ich jetzt auch machen werde. Und dann kann man über Roderica reden. Und die kann bei ihm in Leere gehen, sozusagen. Also sozusagen alle Gesprächsthemen mit ihm durchgehen. Genau, dann gehen wir wieder zu Roderica zurück. Genau, jetzt kann man ihr das mit dem Schmied erzählen. Genau, und er kann sie jetzt unterrichten, das erzählen wir ihm jetzt. So, über Roderica. What about? Are you out of your mind? Who stay
Ja, genau, und er hilft dir halt jetzt. So, jetzt können wir wieder mit ihr reden. Und dann baut sie hier ihren Laden auf, rechts von mir. Und da kann man dann die Geisteraschen, heißen die Geisteraschen? Upgraden. Oder Geistereinstimmung? Keine Ahnung. Ja, okay, das passt jetzt. Die Sache ist, wir müssen jetzt, glaube ich, erstmal die Area verlassen. Und wenn wir wieder herkommen, sitzt sie dann dort, wenn ich mich nicht ganz täusche. Kann mich auch täuschen. Mit vier red mal auf jeden Fall nicht, weil die kann ich auf den Tod nicht ab. Die umarmt man, dann kriegt man einen HP-Debuff. Wir gehen jetzt mal zur Kirche zurück und porten uns dann wieder direkt rein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich was zum Upgraden habe. Das kann gut sein, dass wir die Wölfe schon hochpushen können. Aber ich glaube nicht. Weil ich glaube, da braucht man eine Gräberlilie oder irgendwas. Irgendeine Grabpflanze. Genau. Weil jetzt ist sie weg. Und sie ist hier mit ihrem Laden. Inklusive neuer Optik. Genau, sie hat halt jetzt von dem die Geistereinstimmung gelernt und kann unsere verbessern sozusagen. Aber da ich keine Runen mehr habe, ist das schlecht. Und ich kann es nicht machen. Was gerade ein bisschen blöd ist. Aber da kommen wir dann das nächste Mal hin. So. Hütte am Sturmhügel. Hier drüben ist nämlich eine Katakombe, da gehen wir jetzt mal rein. Da sind so kleine Gnome oder Kobolde drin, die sind ziemlich eklig und machen Blutungsschaden. Ich hoffe, da komme ich einigermaßen klar, weil die sind wirklich, wirklich eklig. Also so wie ich das verstanden habe, droppen die nämlich auch eine Maske, die gibt 5 Intelligenz, wenn man sie anzieht. Also richtig gutes Caster-Item. Na, was macht er denn? Soll es absteigen? Warum will er hier nicht absteigen? Seltsam. So. Ich weiß bis heute nicht, worauf das hinzeigt, wenn ich ehrlich bin. Das kann alles Mögliche bedeuten, aber ich weiß es nicht. So. Gönnen wir uns erstmal die Typen, die hier rumstehen. Geben zwar nicht viele Runen, aber alles zählt. So, Oberfrucht. Weil hier hinten ist eine Katakombe mit einem Boss drin. So. Problem ist, die Gegner hier drin sind richtig eklig. Weil die ziemlich schnell angreifen und Blutungsschaden machen. Und es gibt hier einige Fallen, die auch eklig sind. So. Warum bin ich eigentlich wieder im Einhandmodus? Seht ihr den dahin? Das ist einer von den Kobolden. Da ist nämlich auch einer, der auflauert. Die sind nämlich eklig schnell. Richtig eklig. Und seht ihr diese Blutungsanzeige, die macht extrem viel aus. Einmal. Zweimal. Weil hier drin gibt es auch Gräberlilien, da kann ich dann ein paar Sachen mit upgraden. So. Aber wir müssen halt wirklich durch das ganze Grab durch und das ist richtig eklig. Mal schauen, ob wir das schaffen. Bin mir da noch nicht so sicher. Gräbertallilie. Weil hier oben sind schon die ersten Gegner, wo ich nicht rankomme. Die kommen dann zwar runter, aber es gibt auch Bogenschützen und da komme ich nicht so gut hin. Na komm. Oh, cool. Hätte ich nicht gedacht, dass das ein One-Shot wird. Na komm her. Okay, das ist mega. Das hätte ich nicht gedacht. War hier nicht noch einer? Oder kommt der hier nicht runter? Das kann natürlich auch sein. Weil da oben steht noch einer. Seht ihr den?
Ich glaube, da komme ich nicht ran. Selbst mit dem blutigen Schnitt. Nee. Schade. Jetzt haben wir wenigstens den Part schon mal geklärt. Und jetzt kommen die Fallen. So, jetzt rennen. Ich glaube, ich war zu langsam. Nee, gerade noch. Irgendwas ist gerade im Feuer gestorben. Einmal draufhauen, dann fahren die nämlich runter und bleiben deaktiviert. Was ziemlich cool ist. Selbst wenn ich jetzt sterbe, bleiben die unten. So, jetzt können wir dahin. Da nochmal draufhauen und hier aufpassen, weil hier sind extrem viele von den blöden Dingen. Und lauern auch ordentlich auf. Ich habe nicht genug Reichweite. Das ist schlecht. Das ist ja richtig blöd. Ich glaube, die skippe ich einfach. Ich brauche es ja nicht zwangsläufig. Was wir aber brauchen, sind hier oben die Gegner. Weil da ist ein Schalter, der öffnet den Bossraum. Ich glaube, ohne den wird es ein bisschen kritisch. So, da hinten ist einer. Und da ist natürlich auch wieder einer. Komm. Dass der Angriff unser eigenes Blut benutzt, ist halt ein bisschen, kritisch. Da kann einiges schief gehen. So, das hätten wir. Und hier sind mehr Gegner drin, als man denkt. Ich lure die gern raus, aber es klappt nicht immer. Naja, der denkt halt, er kann uns von da treffen. Ja, die AI ist ein bisschen deppert. Ach, der hat schon keinen Bock mehr. Komm schon. Uah! Ich weiß gar nicht, wie viele da drin sind. Ich glaube, 3 oder so. Ist auf jeden Fall nicht so gut. Bom. Jetzt ist der schon wieder da draußen. Einer müsste hier noch drin sein, oder? Nee, sieht nicht so aus. Asche der Wanderadligen. Genau, jetzt haben wir wieder eine Geisterasche. Und jetzt müssen wir einen runter. Aber dass dieser blutige Schnitt so viel Life kostet, finde ich nicht so geil. War hier nicht noch einer? Ah, genau. Hallöchen. Ich hab dich gesehen. So, jetzt machen wir hier den Hebel und dann geht der Bossraum auf. Und das war alles. Mehr ist hier gar nicht. Natürlich der Boss. So. Ah, da gehen wir jetzt erstmal zum Grace zurück. Dass wir uns hochheilen. Das ist mit sonst ein bisschen zu risky. Weil die Gegner respawnen zwar, aber sind ja nicht direkt im Weg. Runen habe ich leider nicht mehr genug, oder? Nee, das haut nicht hin. Die kann man ignorieren. Und dann gehen wir direkt zum Boss rein. Mal schauen, wie viele Tries wir brauchen, weil der spuckt, glaube ich, Feuer, wenn ich mich nicht täusche. Ist eine blöde Statue. Zeit für dies Verzweiflung. Wachsamkeit voraus benötigt. Umkreisen versuchen. Ja, ich weiß. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das Ding blutet. Oh. Wow. Schlecht. Der blutet auch nicht.
Finisher. Nice. Yes. First try. Und die nächste Asche. Cool. Hätte ich nicht gedacht, dass wir einen First Try schaffen. Ist das ein Hund? Das sind ja gar keine Fingerbutt-Bemerkungen mehr. Doch. Rumpf suchen und dann Finger anbieten. Vorsicht vor unbewacht, aber noch. Ich hab's geschafft. Was denn, Finger in Po stecken? So, zum Eingang zurück. Haben wir unseren nächsten Boss auf der Liste gelegt? So, recken wir erstmal hoch. Ich weiß gar nicht, der NPC da, hat der was für uns jetzt, wo wir den besiegt haben? Ich bin fast dafür, wir holen uns jetzt ein bisschen Geschicklichkeit. Falls wir noch ein anderes Zweihandschwert bekommen, wo wir benutzen können, weil die teilweise Geschicklichkeit brauchen. Ein wahrer Tod bedeutet die Rückkehr zum Erdenbaum. Habt Geduld, bis die Zeit kommt und die Wurzeln euch rufen. Okay. Habe ich irgendwie keine Lust drauf, aber danke fürs Angebot. Und dann rasten wir jetzt erstmal hoch. Bis zum Morgen. Ach, jetzt habe ich aus Versehen nochmal drauf geklickt. Bin aber auch ein Dulli. Warum nicht? Ein bisschen Ruhe kann er auch mal gebrauchen. So, dann schauen wir uns weiter um. Aber es gibt am Anfang auch noch eine Höhle, die runtergeht. Also direkt am Anfang, wenn man der Küste ein bisschen folgt. Da sind ein paar... Ich glaube, da ist sogar ein Doppelboss drin, wenn ich mich nicht täusche. Der ziemlich eklig ist. Das sehen wir ja dann. So, und dann gehen wir da als nächstes hin. Hoffe ich jedenfalls, dass wir da als nächstes hingehen. Und was überleben. Den Boss ganz am Anfang auf dem Pferdchen, den will ich noch nicht machen, das ist mir ein bisschen risky. Selbst wenn ich um den rumreite. Na, haben wir ja ein Ögerchen. Den machen wir auch schnell nieder. Naja, definiere schnell. Ich finde Ogre super. Die können nicht viel machen und machen jetzt nicht so viele Schaden. Aber der Blutungsschaden ist richtig nice. Der gefällt mir richtig gut. Das auf einer kleinen Waffe kann man, ist nicht zu unterschätzen. Sagen wir es mal so. So, jetzt erkunden wir mal ein bisschen den Strand. Diese weißen Fußspuren hier, ich habe keine Ahnung, was die zu bedeuten haben. Ich bin da schon ein paar Mal hinterher geritten, aber konnte irgendwie nicht rausfinden, was die bringen sollen. Angriff voraus benötigt wird. Na, danke. Oh! Kriegsasche, Stampfer, Feger. Ah, war das ein Unsichtbarer oder was? Cool. Wusste ich nicht. Ich habe immer gedacht, ich muss da hinterherlaufen. Nicht, dass ich das angreifen muss. Erstens Lügner sozusagen Gegner voraus. Okay. Ja, es ist so ein Kaiden-Typ. Klar ist das ein Gegner. Macht der Bubu? Jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Hallo, blutiger Schnitt. Ja. Ich hätte gedacht, der stirbt da dran.
Ja, blutiger Schnitt ist jetzt nicht so OP, aber mit einem Zweihänder Blutungsschaden machen ist cool. Muss ich schon sagen. Mal schauen, vielleicht finden wir ja einen besseren Zweihänder demnächst. Die Dinger sind übrigens extrem eklig. Ich weiß nicht so wirklich, was das sein soll. Und die sind stark. Hoppla. Doch keine gute Idee. Ist das ein Hund? Ah, Hund. Ist das ein Hund? Vision hier von Hund. Definitiv ein Hund. Das sind wieder solche Halbmenschen-Dinge. Ich werde jetzt natürlich ordentlich zerlegt. Weil, warum nicht? Runen sind immer gut. Und Loot kann man notfalls verticken. Oh, hat sogar Flask gegeben. Die paar kleinen Dinger. So, hier ist auf jeden Fall ein Grace drin, aber wir gehen jetzt erstmal hier hinter. Verkaufen. Kriegsasche verkaufen ist ja richtig bescheuert. Das macht ja gar keinen Sinn. Den Hornbogen behalte ich. Ne, ansonsten habe ich nichts. Moment, was hat er zu verkaufen? Ich hab's gar nicht nachgeschaut. Breitschwert und ein Kurzbogen. Handbuch des Rüstungsschmied. Eisenrundschild. Ah nee, was ist denn das für ein schlechtes Teil? Schmiedesteine? Yes. Es ist zwar nicht die beste Idee, das ganze Zeug hier zu kaufen, aber was soll's. Waffen-Upgrades sind super wichtig. Komm schon, Blutungsschaden. Weil die Dinger kriegt man ohne Blutungsschaden oder Magieschaden gar nicht down. Ich weiß auch gar nicht, was das sein soll, wenn ich ehrlich bin. Die geben nur 16. Geisterquellensprung, den machen wir nicht. Wir holen uns jetzt erstmal hier den Loot. Goldener Federfuß. Aber wir können hier hochspringen. Moment mal. Ah, okay. Nein! 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 Um Gottes Willen! Schlecht. Toll. Das war gerade extrem weird. Das war gerade wirklich weird. Ich wollte ja unten noch was machen, ich Trottel. Jetzt muss ich wieder runterlaufen. Bin aber auch ein Dulli. So, den Tree Sentinel da drüben machen wir auch noch. Ich will jetzt erstmal in die Höhle da unten, weil ich glaube, der ist ein bisschen einfacher. Mal runterspringen ist keine gute Idee. Glaube ich jedenfalls. Wobei. Nee, geht. Easy. Ist doch nicht so hoch. Das hat aber jetzt schon ordentlich Schaden am Mount gemacht. So, dann gehen wir in die Höhle rein und schauen wir mal, ob wir das überleben da drin. Na, wo der Eingang? Ah, hier. Machen wir mal unsere Laterne an. Küstenhöhle. Oh, das ist der Typ, den wir aus dem Busch geholt haben. Was ist denn mit dem los? What are you doing here? You must leave this place at once. They'll rush in and beat you to a pulp. You'll end up just like me. Okay. Finde ich nicht gut, dass sie dich zu Brei geschlagen haben, dass mir meinen Pilz gegeben.
Ich werde dich jetzt rächen, würde ich sagen. Aber wir haben ja sogar noch ein Upgrade. Ah, easy, cool. So. Ich werde dich rächen, kleiner, komischer Mann. Oder was du bist. Kommt. Ihr wisst doch, dass ich hier bin, oder? Boom. Den Schrei haben die anderen aber gehört, oder? Gras? Was? Ich höre sie auf jeden Fall. Kommen die jetzt? Traut euch nicht, oder was? Oh, der pennt. Bumm. Bumm. Cool. War das? War's das schon? Ihr habt jetzt nicht gerade eine Herausforderung gegeben. Eierstock des Landoktopus. Ist da wann der alte Ritter? Diesen Gast herbeirufen? Ja. Weil man kann ab und an mal ein paar Helden dazu rufen, die einem im Kampf helfen. Ob's was bringt, weiß ich nicht. Weil der Kampf ist auf jeden Fall extrem eklig. Zwei große und naja. Ihr seht's gleich. Oh, Kacke, was mache ich denn? Und das sind nämlich zwei von denen. Das macht's noch ekliger. Okay, Nummer 1. Istvan, der Typ ist halt schon gut als Begleiter gerade. Der macht genau das, was ich auch machen würde. Schön mit den schweren Angriffen drauf. Hey, Istvan, das ist meiner. Hahaha. Easy. Schneidereiwerkzeuge. Nähnadel. Nein, ist. Nice, Istvan. So gut gemacht. Und das Schöne ist, die Dinger hier machen jetzt gar nichts mehr. Weil die haben richtig Schiss. Wir haben ja gerade ihre Götter kaputt gemacht. So. Die Sache ist, wir müssten eigentlich hier durch, oder? Weil hier kann man unterirdisch zu der Insel rüber. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Ciao.